Und willkommen zurück zu meinem Lieblingsspiel. Für alle Zeit, ja? Also Banjo-Kazooie bleibt immer auf Treppchen ganz oben. Natürlich gameplaymäßig und so technisch ist das nicht auf dem neuesten Stand, das Ding. Aber Banjo-Kazooie ist schon ein geiles Ding, du. So, wir sind jetzt hier im Level... wie viele Level gibt es insgesamt? Auf jeden Fall ist das das vorvorletzte. Zwei kommen danach noch. Und ich versuche das Ding mal so schnell wie möglich durchzubekommen, denn... Ich muss sagen, ich war bis jetzt irgendwie schnell dabei, ne? Die letzten Level gingen eigentlich... Ich habe jedes Level bis jetzt in zwei Parts gemacht. Kann man als schlecht bezeichnen, kann man als gut bezeichnen, das merke ich Wayne. Wir sind hier jetzt immerhin in der Mad Monster Mansion. Dieses Level mag ich. Ich liebe das sogar. Moment, wo bin ich überhaupt? Das ist auch eins der Level, wo ich damals als Kind immer gedacht habe, nee, das schaffe ich nie. Das will ich auch nicht schaffen, weil ich hatte immer so übertriebene Angst davor, vor dem Level. Das habe ich auch immer meine Eltern spielen lassen. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin, wenn es um Spielen geht, bin ich da eher so der, boom, der Zuschauer. Ja. Oh. Dieser ungebetene Gast hilft bald als Spatz auf dem, von Ast zu Ast. So, die kann ich auch so besiegen, das ist gut. Ich dachte, die muss man mit goldenen Feder besiegen. Nein. Okay, was anderes als Eier gibt es ja wohl nicht. Okay, hier ist nichts. Einfach nur ein Raum mit Eiern. Gut, worüber könnte ich denn reden mit euch? Wir haben jetzt schon eine Minute 50 circa. Und ich bin einfach ohne Plan reingegangen mal. In den Part. Gut. Ja. Wie schon immer gesagt, ja, Banjo-Kazooie soll Nachfolger bekommen, ja, oder wenigstens ein geiles Remake. Die haben ja auf der Xbox, haben die das Angebot gemacht, eben Banjo-Kazooie bereitzustellen. Aber eben nur als, nicht richtiges Remake, sondern nur als, ja, wie bei der Wii U jetzt die ganzen Virtual-Konsolen-Spiele da bereitzustellen. Das ist eigentlich ein gutes Angebot, da könnte ich auch Banjo-Kazooie holen, das da durchspielen. Weil ich hatte bis jetzt meiner leblosen Kindheit nie die Möglichkeit, Banjo-Kazooie zu spielen. Leider. Gut, ja, scheiße. Du! So. Gut, welche Kisten gehen jetzt kaputt? Die mit Zahlen oder ohne Zahlen? Ach, die mit, okay. Dem, 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 dem. Da war schon mal ein Ginger drin, der pinke. Da war... Da ist nichts drin. Gab's nicht hier mal... Als, hier, bei, auf der Xbox also von... Banjo-Kazooie, also gibt's hier doch die Eier, ne? Oder gibt's hier einen von den Eiern? Oh, hier ist sogar ein Puzzle. Mmm, delicious. Ich kann Bokomstein auch. Ich könnte die auch alle hundertprozentig machen. Habe ich bis jetzt, glaube ich, auch alle gesammelt. Ich weiß nicht ungefähr. Ich weiß nicht. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Und da sind noch ein bisschen Eier. Gut, ich könnte mit euch über das zu Ende gehende Jahr sprechen. Warum zu Ende gehen? Wir haben schon Hälfte des Jahres vorüber, ne? Und die Schulzeit, ich denke, das ist dank der, also man kann der Schulzeit danken, dass das Jahr zu schnell vorbeigeht. Bei mir ist das. Ich denke, Arbeiter, da geht es bei dir noch schneller, oder? Kann ich, also glaube ich jedenfalls. Gut, wenn man so überlegt, ne? Ist dieses Level eigentlich ziemlich kompakt. Da gibt es dieses Haus, da gibt es diesen Irrgarten und da gibt es nur die Kirche. Mehr gibt es eigentlich gar nicht. Gut, ich war noch nicht in allen Fenstern drin. In das Haus gehe ich gleich. Okay, was gibt's hier? Okay. Oh, ich verbrenne mich an dieser scheiß Flamme. Was soll das? Auch nur Federn. Was soll ich hier mit Federn? Oh, scheiße. Okay, mehr gibt's ja auch nicht. Dann gehe ich mal aufs Dach, denn da ist auch noch ein bisschen. Ja, guck mal, wir haben jetzt schon... Bei mir ist jetzt, Ende Mai, ne? Was gab's da alles dieses Jahr? Dieses Jahr ist irgendwie so lieblos gewesen, ne? Da gibt's zum Beispiel den ESC. Den gab's das einzige, was es 2015 gab, war der ESC. Letztes Jahr gab's die, die Winterspiele in Sochi, da gab's die WM, da gab's, den ESC auch noch. Den ich irgendwie ein bisschen verpennt habe, glaube ich. Ah, okay. Hier muss ich, glaube ich, als, Kürbis hingehen. Weil den kriege ich nicht anders, den da unten. Das ist eine Honigwabe.
Nee, den kriege ich nicht. Geht. Dann ist das. Oder warte, ich könnte ja so machen. Nee, so kriege ich ihn nicht. Okay, dann probiere ich das wann anders. Jetzt mache ich hier dies. Er hat so knapp Russland gewonnen. Ich bin ja Russe. Und zuerst war ich für Schweden und alles, ne? Und dann. Ja, weil die Musik. Ich finde, Schweden hat irgendwie jedes Jahr so einen Klassiker. Ja? Ich meine. Man könnte so sagen, die sind auch diese Musikversteher. Mit ABBA und allem. Und Euphoria und. Nee, Lordi war von Finnland, ne? Ja, okay, gut. Lordi war mal auch was ein besonderes Ereignis, als sie gewonnen haben. Gut, hier ist nichts Besonderes. Nur Federn, Federn und Ikumbuk am Stein. Gut. Raus. Ja, und das Schuljahr neigt sich auch dem Ende zu. Bei mir. Ich. 10. Klasse fing für mich an wie gestern, ja. Ich weiß noch, wo ich mich so gefreut habe. Ja, endlich 10. Klasse, Oberstufe. Jawohl, jetzt hau ich alle behindert. Dann was passiert? Ich habe das erste Halbjahr habe ich richtig verschissen mit den Noten. Ich bin komplett. Fast eine ganze Note, Notenpunkt, bin ich abgesoffen. Ja, ich bin von 1,9 auf 2,6 oder 7 bin ich gelandet, ja. Es war natürlich, 2,5 ist nicht so schlecht. Abitur, für ein Abiturzeugnis richtig gut gewesen. Also der Schnitt, ne? Ja, aber Abitur ist noch lange nicht bei mir. Hab ich noch ein bisschen. Okay, hier ist nichts. Okay, da war nicht kein Bock am Stellen. Oh, ich hab 25 brauche ich, glaube ich, für dieses Level, ne? So. Hier war nix, ne? Nein. Gut, da ist aber was gewesen. Ich hab, Super Smash Bros. Hat ja, also, ich weiß gar nicht, wie die Macher davon heißen. Die haben mir angeboten, dass sie einen neuen Spieler zur Verfügung stellen, der ganz nach uns gerichtet ist. Und ich als Riesen-Banjo Kazooie-Fan hab's natürlich, Banjo Kazooie als Empfehlung gemacht. Also muss man so ein bisschen ausfüllen, so, wo erkennen die diese Figur, wo gibt's diese Figur, in welche Spieleserie. Ich wusste aber nicht, wie man, also wie differenziert das Ganze war, also auf welche Spiele oder auf welche, ja, Publisher, also von den Machern, das alles beschränkt wurde, denn ich weiß nicht, ob, Nintendo jetzt irgendwie die Rechte von Crash dann irgendwie sich knüpfen können. Die von Spyro haben die ja mit, Skylanders ja so einigermaßen bekommen. Aber von Crash zum Beispiel oder von. Dann gibt's dann noch. Ja, Sonic haben die auch. Ja, so große Dinger, die zu Sony oder so gehören oder zu Microsoft. Ich meine, Banjo Kazooie gehört jetzt zu Microsoft. Ich weiß jetzt nicht, ob die Nintendo macht, also Nintendo die irgendwie zurückbekommt oder so. Oder ob die überhaupt zurück wollen. Ich meine, damit haben die ja Kohle gemacht, ne? Soll die verflixt nochmal zurücknehmen? Gut, hier bin ich fertig. Kann ich mit dem Kürbis, also mit der Verwandlung, kann ich dann aufs Dach? Dum, 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 dum. Ups, ups. Okay, hier muss ich aufpassen. Okay. Boah, okay. Ganz vorsichtig. Okay, jetzt habe ich den geholt. Gut. Wenn man denn anders darauf irgendwie kommen will, dann müsste man den aufwecken. Oder man ist gezwungenermaßen drauf, den aufzuwecken, ne? Ich werde mich bald rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Und wo ist er weg? Das ist gerade mal der zweite, ne? Ich habe irgendwie so viel gesammelt, aber erst der zweite ist es gewesen. Warte, was bringt mir das Fliegen überhaupt? Fliegen bringt mir doch gar nichts, oder? Nur das Leben. Ja, okay, dann nicht. Dumm. Nehme ich mal die Noten, oder bin ich schon schnell weg hier? Mad Monster, Mensch, was ist das überhaupt? Ist das das Haus von der Grundhilde? Ich habe, wenn am Anfang irgendwas erzählt wurde, habe ich nicht zugehört. Die Bilder machen mir auch. Jagen wir den Schrecken ein. Nochmal zurück zu Smash Bros. Welchen Charakter den aufnehmen können. Ja, als ich mir schon Gedanken gemacht habe bei Banjo Kazooie, ob die den irgendwie es hinbekommen können oder ob die Wahl für Banjo Kazooie irgendwie auch plausibel ist, denn ich dachte irgendwie so Charaktere wie. Ja, man sollte so Charaktere wie. Ja, gibt's ein Nintendo-Universum, der noch nicht im Spiel drin ist.
Ja, vielleicht sowas wie Dixie Kong, ja, die es bereits schon gibt. So bei Nintendo. Aber noch nicht eben bei Super Smash Bros. Brawl. Bei Super Smash Bros. Dann habe ich mir die Wahlen von meinem Kumpel angehört. Ja, was der so gewählt hat, so Son Goku oder so. Und dann dachte ich mir, okay, why not? Ne? At least you tried. Weil wenn das so ein Anime-Charakter, also wenn die da Anime, also wenn die da Anime, was war das denn jetzt? Wenn die Anime-Charaktere wirklich hinbekommen könnten, ne, dann wäre das so Hammer. Stell dir vor, du kämpfst dann mit so einem Son Goku gegen Mario. Man, das ist das, was es auf der Welt bis jetzt noch nicht gab, so eine Mischung aus Anime und Gaming. Natürlich haben die aus Animes haben die Games gemacht und aus Games haben die Animes gemacht. Aber dass sie ein cooles Game-Franchise wie Zelda oder Mario mit den Animes verbinden. Also mit bekannten Animes. Okay, ich glaube, ich brauche noch drei. Entweder ist für hier 20 oder 25 nötig. Weiß es nicht genau. Gut, den Sound mache ich auch mal kaputt. Kann ich nur von der anderen Seite Schrott machen? Ey, ist das ein Scheiß. Okay. Okay, was gab's hier? Hier ist nur die Honigwaben. Ja, okay. Dann gehe ich mal zu der Kirche. Ich muss da auch nochmal rein. Ist auch ein großes Gebiet. Ja, und der. Man kennt das ja, ne? Man kann die Kirche auch so. Eigenwahrnehmung. Verwenden. Zum Beispiel, wenn man sich ein Haus anguckt. Zum Beispiel hatte ich das bei meinem Freund. Der hat ein Haus, ja? Sag ich mal, ein normales Haus. Ist kein Reihenhaus. Ich hasse Reihenhäuser. Aus irgendeinem Grund hasse ich einfach Reihenhäuser. Ich weiß nicht weswegen. Aber der hat ein Reihenhaus und. Der hatte kein Reihenhaus, so ein normales Haus. Und ich bin da eben reingegangen und war eben baff. Ja, ich dachte so, Alter, ist das groß. Das Wohnzimmer, ne? Das Wohnzimmer war so riesig. Das war wahrscheinlich deswegen, dass es so groß. Ne, warte. Das war vielleicht der Grund, warum der Wohnzimmer so groß war, weil vielleicht die anderen Zimmer so klein waren. Der hat einfach einen Platz eingebucht. Gut, was ist da? Keine Ahnung. Da muss ich, glaube ich, gleich mit dem Kürbis hin, genau. Gut, hier bin ich sozusagen fertig. Dann, oh Gott, wie viele Nächte ich da vor Schiss gehabt habe vor diesen Grabstein, Alter. Die sind so gruselig. Gut, jetzt furze ich mal kurz da rein. Keiner getroffen, was soll das Scheiß? Verschwinde. Warte, der lebt nicht? Hey, der muss doch leben. Ach du Scheiße. Ich habe noch eine coole Story, ja. Jetzt nichts gegen tote Menschen oder so, natürlich muss man die ehren, aber der hat mir so erzählt, wie der auf dem Friedhof war und dort einen Türken gesehen hat, also auf jeden Fall Moslem, ich weiß gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie auch hier in Deutschland begraben werden können. Ich dachte immer so in der Heimat oder so. Ey, ist doch scheiße. Auf jeden Fall hatte der auf. Manche Grabsteine haben ja so ein Bild von den Toten. Und der hat mir eben erzählt, wie der einen gesehen hat, der völlig banal, der irgendwie vor seinem BMW stand. Ja, nicht so Verwandte, ne? So ein Bild mit Verwandten drauf, sondern ein Bild einfach mit seinem BMW. Krieg ich ja nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Kann ich da. Ist das überhaupt richtig, so was ich mache? Ja. Oh, scheiße, diese Stimme. Fuck you! Gut. Hier gibt es noch irgendwo so ein Ding. Da. Oh, alles voll hier. Ach, hier sind ja unendlich viele. Ach du Scheiße. Oh, auf einmal beim ersten Schrei, ja. Hier noch so ein Ding ist drin. Ja, stell dir vor, du läufst ganz alleine nachts durch den Friedhof und dann scheißt du dir einmal so Grabsteine, die hinterher auflaufen. Nein, nein, scheiße. Ja, schon wieder das gleiche Spiel, Alter. Geht doch. Okay, das letzte ist da hinten. Wenn mir noch ein Ding gegen die. Ja, ist doch klar. Verpiss dich, verpiss dich. Ja. Bist du hier. Und. Nein!
Jawohl. Und wo ist der Puzzleteil? Ach, da ist noch eins. Scheiße. Die Musik ist auch krass geil. Ey, die Musik ist auch einzig, ne? Ich dachte, alle ganze Banjo-Kazooie-Musik besteht aus einem nur anders gemacht. Habe ich wohl gefailt. Nein! Ey, warum zerbrechen die ganzen? Konzentration. Wie geil wäre einfach. Ich habe auch, es gibt so eine Seite, wo ich die letzten Tage immer so unterwegs bin. Die heißt Printerest. Oder ich weiß nicht mehr, wie die ausspricht. Auf jeden Fall lese ich da immer Printerest. Und bei denen gibt's, kann man glaube ich, ja, es ist eigentlich so ähnlich wie ganzen Social Network Seiten. Sowas wie Twitter oder Tumblr. Da gibt's immer so Bilder zu bestimmten Themen. Aber hier ist es etwas spezifischer, weil das heißt ja schon Printerest, ne? Du kannst ja eben Mario Feeling, du kannst ja eben irgendein Thema hinschreiben, was dich gerade so juckt, ne? Gaming-Crossover-Animes, ne, sowas eben. Habe ich die letzten Tage so gemacht und da kommen wirklich sehr oft sehr coole Bilder vor. Ich mag besonders die diese Illusion Disney oder die Bilder, die man so nennt, ne? Eben diese Bilder, oh scheiße, wo man eben ein Game in Form von Animes sieht, ja, oder Cartoons in Form von Animes, habe ich ja schon mal gesagt, erwähnt kurz, aber ich finde das so cool, schon die Vorstellung allein wäre krass geil, ne? Wenn man zum Beispiel so ein Banjo-Kazooie in Form von Anime hat, ja, das von Zelda gibt's ja, ist zwar etwas älter jetzt, aber schon die Vorstellung ist geil. Da gibt's ja so Bilder wie Every Princess Needs His Hero, Every Hero Needs His Princess, ja. Und ich finde einfach, schon allein das Franchise, also das Spiel oder die Spieleserie Zelda selber, ne, die ist ja schon Hammer, ne? Die ganze, was ist denn hier denn? Kann ich da gehen? Ach, da kann ich schon mal gehen. Ja, die ganze Zelda-Welt, die aufgebaut wurde, ist so hammergeil. Oh, scheiße. Ja, einfach ein, das Shit tut es für sich einfach selber, ne? Das Ding. Okay, jetzt muss ich hier aufpassen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay. Nein. Ja. Oh. Okay, das war knapp. Da gab es auch so viel. Ich habe auch mal da eingegeben, oben Banjo-Kazooie. Und in Form von Anime. Ja, Banjo-Kazooie. Schon allein die Vorstellung ist so geil, ne? Man hat da eben Banjo-Kazooie, der anders aussieht. So. Man hat ja bestimmt so, als Spielefan macht man sich selber so Fanfiction in seinem eigenen Schädel. Und, warte, was habe ich hier? Wo ist denn der Knopf? Ach, der Knopf war woanders, genau. Nee, okay. Als Kürbis muss ich, glaube ich, zum Schluss gehen. Mach ich mal den Rest jetzt hier kurz. Ich muss, glaube ich, noch in die Blockhütte gehen, ne? In die Blockhütte. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Erstmal du kleiner Wackelwurz. Wie ekelhaft. Ja, du hast die Story. Ja, die Story hat man schon gegeben in den meisten Spielen. Besonders in den alten hast du eine Story nicht wie bei GTA, wo du einfach nur eine große Welt hast und dann irgendwas machen musst. Nein, du hast eine Story. Hier bei Banjo-Kazooie musstest du die kleine Schwester retten. Bei Mario musstest du Prinzessin Peach retten, ja? Ah, ich habe schon alle. Geil. Die Hälfte habe ich schon mal. Und das ist eben. Wo bin ich jetzt? Ich muss von andersrum. Ey, ist doch kacke. Oh, hier ist noch. Na gut, dann beende ich jetzt ein Part. Wir reden im nächsten Mal weiter. Ich hoffe auch etwas mehr galanter. Ja gut, wo ist denn jetzt das Tor gewesen? Wie komm ich denn da hin? Ah, hier komme ich hoch, genau. Ja gut, im nächsten Part sehen wir uns.